Ja, ich bin der Tarek Kohler, seit 16 Jahren Berufskraftfahrer. Ich bin eigentlich sehr gerne auf der Straße unterwegs, weil einfach für mich das ein Stück Freiheit ist. Ich fahre so am Tag an die 600 Kilometer. Wenn ich dann meine Pause einhalten muss mit dem Chaos hier, ist das Problem, dass die Parkflächen für nachts dann schon ziemlich früh belegt sind. Wenn jetzt um diese Uhrzeit schon hier alles belegt ist, dann ist es also sehr schwer, noch für nachts einen geeigneten Parkplatz zu finden. Wenn ich keinen Parkplatz finde, dann muss ich einfach weiterfahren. Im Grunde bleibt einem dann manchmal nichts anderes übrig. Man muss sich halt dann irgendwo hinstellen und darauf hoffen, dass keiner kommt und einen wegjagt. Ein Kollege hatte schon mal das, wenn hinten die Türen aufgemacht worden sind und die Sachen entwendet wurden. Mit ruhig schlafen ist da nicht viel. Und es ist ja eigentlich auch sehr wichtig, dass man gescheit geschlafen kann, dass man am nächsten Tag fit für einen weiteren Straßenverkehr ist. Wir sind hier in Karlsruhe beim Bosch Automotive Aftermarket Mitarbeiterparkplatz in der Nähe der A5, im absoluten Hotspot der Lkw-Parkplatzknappheit. Die Idee ist, diese Fläche, die abends ungenutzt ist, in den Abendstunden dem Lkw-Fernverkehr zur Verfügung zu stellen. Wir bringen Angebot und Nachfrage zusammen, also insbesondere den Autohof mit den Lkw-Fahrern. Eigentlich das, was heutzutage selbstverständlich ist, dass Sie nicht in jedes Hotel gehen und dort nachfragen, haben Sie noch ein Bett für mich? Ja, sondern Sie buchen ganz einfach das Hotelzimmer online über unsere Plattform. Das kann entweder der Disponent machen. Wir bieten allerdings auch dem Lkw-Fahrer über eine App die Möglichkeit, diesen Stellplatz zu reservieren. Wenn Sie gebucht haben, erkennt unsere Kamera das Nummernschild, dann öffnet sich die Schranke und der Lkw kann kontaktlos auf das Areal einfahren. Die Sicherheitsausstattung, das fängt eigentlich schon damit an, dass auf das Areal nur bekannte LKWs eingelassen werden. Es gibt also keinen anonymen Parkverkehr. Das bringt schon mal enorme Sicherheit. Darüber hinaus ist das Areal videoüberwacht und zusätzlich gibt es auch noch Wächterrundgänge. Sind ja sehr gute Idee, weil gerade die Plätze sind ja nachts leer und dann für LKW geeignet. Also optimal, fahren wir drauf, parken wir, schlafen wir. Ausgeruht und können am nächsten Tag wieder durchstarten.